Ja, wo auch immer man auf YouTube auf irgendein Messerabwehrvideo trifft, kann man sich ziemlich sicher sein, dass da irgendwo ein Kommentar oder mehrere Kommentare drunter stehen, wo es heißt, dass Messerabwehr sowieso unrealistisch ist und es niemals funktioniert und man unverantwortlich ist, wenn man das unterrichtet. Ich meine, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber lass mich dir nur etwas erzählen, das habe ich vor einigen Jahren mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die Geschichte stimmt, aber dennoch verdeutlicht sie eigentlich genau das, was ich hier damit sagen möchte. Da gab es einmal so diesen Darwin Award, weil Charles Darwin war ja derjenige, der das Ganze hier mit der Vererbung und so populär gemacht hat. Und der Darwin Award ging eben an jemanden, der seine Gene nicht weitergegeben hat, weil er eben so blöd war. Und anscheinend gab es da einmal die Geschichte in einem Hochhaus, in einem Büro, im 50., 60. Stock, keine Ahnung. Und sind die ganzen am Tisch gesessen, der Chef saß da und einige Mitarbeiter, sie hatten ein Meeting und eine Mitarbeiterin hatte Angst, hatte Höhenangst und weil alles nur Glaswände waren und sie ist weit weggesessen, nur ja nicht am Rand und der Chef hat gemeint, diese Baufirma hat die Fenster ganz frisch eingesetzt, bombensicher und da kann gar nichts passieren. Und dann hat er gemeint, das muss er vorzeigen und ist gegen die Fensterscheibe gerannt. Aber gerade diese eine Fensterscheibe hat eben nicht gehalten, war anscheinend nicht richtig eingesetzt, nicht richtig verankert und sie hat sich gelöst. Ja. Recht lange hat er es wahrscheinlich nicht bereut, weil der Sturz nicht so lange gedauert hat. Aber irgendwie finde ich genau dieselbe Situation hier bei der Messerabwehr. Einige Leute kritisieren dich, wenn du Messerabwehr unterrichtest, wenn du Videos hochlädst, hier zum Beispiel auf YouTube, dass man unverantwortlich ist, wenn man das überhaupt unterrichtet, weil dann fühlen sich die Leute sicher und gegen Messerabwehr kann man sich nie sicher fühlen und das funktioniert sowieso nicht. Aber ich meine, es ist ja dasselbe Prinzip. Normalerweise, ich würde auch nicht hingehen und das Fenster ausprobieren und mit voller Gewucht dagegen stoßen, um zu probieren, ob es ja hält. Und genauso ist es auch beim Messer. Wenn jemand ein Messer zieht, dann werde ich auch einmal als erstes mein Geld hergeben, vielleicht versuchen davonzulaufen, wenn es einen Sinn hat und erst dann irgendetwas zu unternehmen, wenn es nicht mehr anders möglich ist. Und ich meine, ich glaube, die Zuseher hier auf YouTube und auch auf kampfkunstblog.com, wo wir auch ein 12-Monats-Programm zur Messer- und Stockabwehr anbieten, kannst du dir mal anschauen, wenn du Interesse hast. Der Link ist hier unter diesem Video in der Beschreibung. Dann gehe ich auch nicht davon aus, dass die Leute jetzt glauben, okay, wenn sie das ein bisschen trainieren, sich eine Weile damit beschäftigen, jetzt sind sie sicher und jetzt fordern sie es heraus und möchten sogar mit einem Messer angegriffen werden. Ich denke, jedem ist klar, dass das ein Schwachsinn ist, dass es niemals Sicherheit gibt, niemals hundertprozentige Sicherheit. Und wenn man sich gegen ein Messer verteidigt, muss man sowieso gefasst sein, dass man dabei verletzt wird. Das Einzige, was man probieren kann gegen ein Messer, ist, dass man nicht in den Hals, in den Kopf, der Körper gestochen wird, aber die Hände sind schnell einmal aufgeschnitten und da kann man fast nichts dagegen machen, so gut kann man nicht sein. Und ich glaube, das sollte eigentlich jedem klar sein. Und deswegen finde ich, man ist nicht unverantwortlich, wenn man Messerabwehr unterrichtet, weil ich gehe davon aus, dass alle, die sich dafür interessieren, dass jedem bewusst ist, dass die Verteidigung gegen Messer extrem schwierig ist und es sowieso nur der letzte Ausweg ist. Und außerdem, das Training gegen Messer finde ich auch deswegen so wunderbar. Und ich persönlich, ich trainiere Messerabwehr nicht, weil ich mich gegen Messer verteidigen will.
weil es sowieso sehr unwahrscheinlich ist, dass man überhaupt in diese Situation kommt. Aber das ganze Messertraining und Stocktraining finde ich deswegen so super, weil man dadurch auch im waffenlosen Kämpfen extrem besser wird. Weil das alles schwieriger ist mit dem Messer, mit dem Stock als waffenlos. Und ich liebe es, mich selbst ein bisschen herauszufordern, auch im Training. Und dadurch wird das Timing besser, die optischen Reflexe werden besser, einfach alles. Und deswegen, ich finde es einfach extrem super, wenn man sich auch mit Messerabwehr beschäftigt. Und zwar nicht nur, um sich gegen Messer verteidigen zu können, sondern um generell besser zu werden in seiner angestammten Kampfkunst.